Deutschland liegt genau unter einer Luftmassengrenze Richtung Norden, Richtung Küsten. Da haben wir am meisten Sonnenschein, dafür etwas kühlere Luft als im Süden, wo die Energie vorhanden ist für teilweise kräftige Platzregenschauer und Gewitter. Und wenn hier im Süden die Sonne scheint, da gibt es dann auch mal 30 Grad. Das ist die Großwetterlage dazu. Die Luftmassengrenze wird hier markiert. Die Verbindung zwischen diesen beiden kleinen Tiefdruckgebieten. Im Norden ist eher Hochdruckeinfluss und im Süden haben wir extreme Hitze im Mittelmeer. Hier ist die Luftmasse teilweise um 10 Grad wärmer als normal Anfang Juni. Und das bedeutet Spitzenwerte von rund 35 Grad. Ein Teil dieser heißen Luft kommt eben auch in die Südhälfte Deutschlands und die skandinavische kühlere Luft hält hier dagegen. Deswegen ist es eben im Norden spürbar kühler als im Süden. Und hier an der Luftmassengrenze formieren sich immer wieder die Wolkengebiete, aber man sieht auch im Norden ein großes Wolkenloch und hier scheint dann auch am Samstagvormittag bereits häufig die Sonne. In der Mitte haben wir Frontreste, also dichte Wolken und da und dort ein bisschen Regen und auch im Süden mal ein Schauer, der hier unterwegs sein kann, aber grundsätzlich hier auch zeitweise Sonnenschein. Und am Nachmittag, da kommen dann die Unwetter, zumindest lokal sehr eng begrenzt mit Platzregen, mit Hagel und auch zum Teil mit kräftigen Böen. Im Norden ist alles viel, viel ruhiger und gerade im Küstengebiet auch alles super sonnig, weil hier praktisch keine Energie vorhanden ist in der Luft. Aber hier im Süden, wo es ins Rote reingeht, da haben wir die größte Unwettergefahr. Im Norden viel Sonnenschein an der Küste 16 Stunden, im Süden auch 10 bis 13, in der Mitte, wo die Front ist, nur 3 bis 5 Stunden. Dafür im Süden dann die höchsten Werte, wie angesprochen, 30 Grad, an der Küste unter 20.